Ingenieur achtet man natürlich darauf, dass egal was man plant, sei es eine Brücke, ein Hochhaus oder sonst irgendwas, das immer mit solchen Sicherheiten beaufschlagt ist, dass es nie versagt. Und hier muss ich genau so planen, dass es genau so versagt, wie ich das will. Größeren Bauteilversuchen tut man das Bauteil auflagern und in einem bestimmten Abstand von der Auflagerung mit einer Last beauftragen. Bei den meisten Bauteilversuchen führt es dann eben zur Zerstörung des Prüfkörpers. Man erhält dann eben eine maximale Traglast des Bauteils. Das Baulabor der FH Kärnten bietet vor allem Forschung und Entwicklung in den Sektoren Bauphysik, Massivbau und Baustofftechnologie an. Und neben diesen Forschungen und Entwicklungen bieten wir auch Dienstleistungen für den Bau an im Bereich Baustoff- und Materialprüfung. Man kann ja nicht alles vorhersagen, man kann deswegen nicht alles vorhersagen, sonst müsste man nicht forschen, ist logisch. Und weil man nicht weiß, was passiert, dann muss man natürlich immer wieder flexibel reagieren auf die Erkenntnisse, die man gerade erhalten hat, und dann muss man den nächsten Versuch planen. Bereich ablaufen aufgrund der fehlenden Fasern, das heißt. Der Massivbau ist schon relativ alt, schon über 100 Jahre. Das heißt, es gibt aber immer noch Bereiche, die nicht vollständig geklärt sind, in unserem Fall zum Beispiel Querkraft. Und das Interessante ist eben sozusagen, den Hintergrund der ganzen aktuellen Normen zu verstehen, zu begreifen, dann, wenn man was kaputt macht, auch in der Praxis zu sehen, ob man richtig gelegen ist oder nicht. Mein Job ist es eben auch dafür verantwortlich zu sein, dass das Ganze so funktioniert, wie es soll. Dementsprechend, bis ich das dann zum Erfolg geführt habe, bin ich natürlich angespannt, ja, keine Frage. Die Fotos und die Videos, die dienen vor allem zur Visualisierung von den Messdaten in Zahlenform. Das ist im Endeffekt dann die Quintessenz des ganzen Versuchs. Damit kann ich dann publizieren, Veröffentlichungen machen, neue Theorien aufstellen, und damit ist das Projekt abgeschlossen und man muss sich im Endeffekt dem nächsten Projekt widmen.